Also verehrte Zuschauer, wir sind ja nicht so ganz apolitisch, sondern wir wissen ja, wo wir herkommen. Aus der DDR, wir wissen das ja so. Und da gab es noch einen großen Schauspieler, wie hieß der? Der Erich Honecker. Und jetzt kommt eine Anekdote über Erich. Der hatte auch so einen römischen Pavillon, nein, eine Datscha. Es war eine Datscha, weil der hatte auch eine russische Prinzessin geheiratet und hatte also eine Datscha. Und jedes Morgen saß der Erich an seinem Holztisch und frühstückte und hatte ein Zimmer nach Osten. Klar, nach Osten hat man das beste Zimmer. Der Osten ist ja rot und dann ging die Sonne auf. Und der Erich reagierte immer tierisch genervt, weil die Sonne aufging. Und dann rief er eines Tages der hat ja ganz viele Bedienstete gehabt, das waren noch so Kosaken, die waren dann bei der russischen Prinzessin, sind gekommen und haben gesagt, hör mal, Kosake, mauer doch bitte mal das Fenster nach Osten zu. Ich kann die Sonne nicht mehr sehen. Da sagte der, hör mal, Erich, bist du depressiv? Warum kannst du die Sonne nicht mehr sehen? Da sagt der Erich, ja, hör mal, jeden Morgen, wenn die Sonne aufgeht, dann sagt die mir, Age, heute Abend bin ich im Westen. Okay. Ja, gut. Das war der Witz.